Ich bekomme immer wieder E-Mails, wo ich in höchsten Tönen gelobt werde und dargestellt werde, als wäre ich schon nicht mehr von dieser Welt komplett erleuchtet, ein Engelswesen, ein Blablabla. Ich will einfach nur sagen, ich bin Mensch. Ich habe meine Schattenseiten, ich habe meine Fehler, ich kann nicht alles, ich weiß nicht alles. Ich will auch nicht, dass du diese Erwartung an mich hast. Und mein Leben außerhalb meiner Arbeit ist gar nicht so spirituell. Ich lese nicht Tag und Nacht spirituelle Bücher, ich schaue nicht Tag und Nacht spirituelle Videos, mache Übungen, Kurse rund um die Uhr. Nein, es gab Zeiten, in denen ich mich mit diesen Dingen sehr, sehr intensiv beschäftigt habe. Jetzt genieße ich Spiritualität zu leben, aber auf einer Ebene, die nicht so deutlich sichtbar ist. Auf einer Ebene, die sehr natürlich in mein Leben einfließt, die für andere von außen gar nicht so zu merken ist. Ich mag es, weltlich zu leben. Ich mag es, Mensch zu sein. Ich mag Medialität sehr, sehr gerne. Es ist absolut meine Berufung. Ich liebe es über alles und genauso sehr liebe ich die Zeiten, in denen ich vollkommen Mensch bin, weil ich da meine Erdung habe, weil ich da meinen Ausgleich habe und weil es für mich nur in dieser Kombination funktioniert. Deshalb hier meine Einladung. Wenn du den spirituellen Weg gehst, wenn du den medialen Weg gehst, erlaube dir Auszeiten davon. Erlaube dir, sehr weltliche Dinge zu genießen. Erlaube dir, Pausen zu machen. Achte darauf, dass du dich nicht in dem Ganzen verirrst und verlierst und den Boden unter den Füßen verlierst. Du darfst Mensch sein, du darfst Fehler haben, du darfst Blockaden haben. Haben wir alle. Wir haben alle unsere Blockaden und unsere Schattenseiten und wir arbeiten daran, wenn wir uns dafür entschieden haben und wir arbeiten an unseren spirituellen Fähigkeiten, wenn wir uns dafür entschieden haben und gleichzeitig dürfen wir Mensch sein, unvollkommen, nicht perfekt, fehlerhaft. Wir dürfen Entscheidungen treffen, die wir ein anderes Mal anders getroffen hätten. Wir dürfen Dinge machen, von denen wir wissen, dass sie nicht unbedingt gut sind für unsere Gesundheit, mal als Ausnahme. Wir dürfen lachen, wir dürfen Blödsinn machen, wir dürfen tanzen, wir dürfen musizieren, malen, alles. Nichts ist verboten als Medium. Nichts ist verboten, wenn du den spirituellen Weg gehst. Eng dich nicht ein, sei nicht so streng mit dir, versuch nicht alles perfekt auf die Reihe zu kriegen, weil das fällt eh nur wieder auf dich zurück und funktioniert nicht. Schau, dass du einen guten Ausgleich, eine gute Balance findest, sodass die Spiritualität und die Medialität auch aktiv, lebendig und in deiner Freude bleiben kann und nicht irgendwann auslaugend, verausgabend wird oder dich so vereinnahmt, dass alles Weltliche schwierig wird, dass Kommunizieren mit anderen Menschen schwierig wird, dass es schwierig wird, deinen Alltag zu bewältigen, dein Geld zu verdienen und so weiter. Bring dein Leben in eine gute Balance. Das Menschsein, das spirituelle Sein in dir. Und ich weiß natürlich, eins ist das andere, das stimmt. Aber für dieses Beispiel ist es gut, beide Dinge zu trennen voneinander, nur um es besser verstehen zu können, wovon ich hier spreche, was ich hier erklären möchte. Je mehr du übst, desto mehr Fortschritte machst du. Aber das hat seine Grenzen. Dafür gibt es Grenzen. Wenn du 10 Stunden am Tag meditierst oder medial übst, dann wirst du die Verbindung zur Erde, zum Menschlichen, also zum Zwischenmenschlichen, wahrscheinlich verlieren. Und der Weg zurück dahin ist nicht immer einfach. Du musst nicht von jetzt auf dann perfekt sein. Du musst nicht das spirituellste Wesen auf diesem Planeten sein. Du musst nicht das beste Medium sein von gestern auf heute. Das Ganze darf Zeit brauchen.
Wenn du eine Übung gemacht hast, braucht es auch manchmal Zeit, das zu integrieren. Und diese Integrationszeit kann manchmal Tage dauern, manchmal sogar Wochen oder Monate. Wenn du dann schon die nächste Übung reinschmeißt, dann kann dieser Integrationsprozess nicht vollständig stattfinden und dann unterbrichst du das und musst beim nächsten Mal wieder von vorne beginnen oder ein Stück weiter zurück beginnen, als es sonst nötig gewesen wäre. Medialität üben, so wie ich es sage, wie ich es meine, ist nicht nur konkretes Üben, sondern auch in dir wirken lassen, auch integrieren lassen, auch geschehen lassen, auch dir die Zeit nehmen, in der du nicht drüber liest, in der du nicht drüber meditierst, in der du nicht konkret Kontakt aufnimmst. Schau, was dein Weg ist und gib dir die Erlaubnis, ihn so zu gehen, wie er für dich wahrhaftig, wirklich und ganz individuell passt. Und der kann ganz anders sein als meiner, der kann ganz anders sein von allen anderen Medien. Gib dir selbst die Erlaubnis, so wie ich sie dir gerade gebe, vollkommen du zu sein. In deinem Leben, in deiner Spiritualität, in allem. Weil du bist einzigartig, du bist großartig und die Welt braucht dich genauso, wie du bist. Und jetzt raus ins Leben und hinein in die Freude. Alles Liebe.